Ja, willkommen zurück zum nächsten Part. Wir öffnen die nächsten beiden Blister und mal gucken, was wir da drin so bekommen. Wir haben ja alles jetzt gezogen. Bronze, Silber, Gold von Lewandowski. Club 100 haben wir noch nicht gezogen. Konnte man ja auch damals in den Blistern ziehen, soweit ich weiß. Deswegen hoffe ich heute, dass wir eine Club 100 ziehen. Ich habe mir auch gedacht, ich werde den obersten Booster jetzt nicht immer wegpacken, weil wir haben ja Bronze, Silber, Gold, Lewandowski schon, so ist die Spannung ja jetzt schon raus. Und deswegen ist es relativ egal, ob wir den zuerst oder zuletzt öffnen. Und ja, fangen wir einfach an mit dem ersten Blister. So, Lewandowski. Limitierte, wir haben Bronze, okay. Passt, dann Rakitic. Travel Matchwinner, ich glaube, das war damals der schlechteste Matchwinner, soweit ich weiß. Und noch eine Special-Karte, Velasso als Starspieler und Boubacar. Im nächsten Tütchen haben wir Shatov, Matic, Koscielny und Mertesacker als Defensiv-Duo, dann Marcin und Monreal. Dann haben wir Poletanovic, Morata, dann Matchwinner Juan Mata, Chiellini als Starspieler, Max der Pokerspieler Kruse und nächstes Tütchen. Da haben wir Smolnikov, dann Cristiano Ronaldo CR7 im Booster, Lukas und Pastore und Muslera und Brandt. Und letztes Tütchen von der linken Seite. Da haben wir Adu, dann Young, Silva und Sterling als Mittelfeld-Duo, Tosic und Florenzi. So. Und der rechte Blister. Wieder Lewandowski. Und Bronze, Silber, Gold, es ist Bronze. Naja. Wir haben Varane, Modric und Kroos als Mittelfeldduo. Gonzales und Traoré, damals noch in Diensten der Gladbacher. Dann haben wir Luisao, Cristiano Ronaldo, dann Matchwinner Edin Dzeko, Cuadrado von PSV Eindhoven, dann Talisca. Ups, jetzt habe ich es falsch hingepackt. Und nächstes Tütchen. Wir haben Poletanovic, Matic, De Rossi und Maingolan, Brenet, Nzonzi und nächster Booster. Wir haben Alvaro Morata, dann Matchwinner Gray, Hulk als Starspieler, Lord Bendtner und Roberto Hilbert. Dann haben wir Smolnikov, Wendell und Hilbert als Defensivduo, dann Starspieler Ian Robben, Carroll und Bellerin. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Part und ciao.